FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Wo, liebe Bayern-Fans, sind wir denn heute hier gelandet? Mainz am Rhein, eigentlich eine wunderschöne Stadt. Aber ein bisschen suspekt ist es schon, dass die Leute die Pappnasen aufziehen und Fasching feiern, sobald der FC Bayern in ihre Stadt kommt. Und der Fasching heißt noch nicht mal Fasching, sondern Fasenacht. Und wenn unsere Mannschaft in wenigen Minuten hier auf den Platz laufen wird, dann spielt sogar noch der Hallermarsch. Aber die Mainzer, und damit lassen sie uns wieder ernst werden, haben sich den Respekt des FC Bayern redlich verdient. Von den letzten drei Heimspielen haben sie 2 gegen den FC Bayern gewonnen. Und die Mannschaft ist seit 5 Monaten zu Hause ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es eben keinen geringeren als den deutschen Meister Borussia Dortmund. Also, Jupp Heynckes und seine Mannschaft aufpassen. Und das ist die Mannschaft. Im Tor Manuel Neuer. Davor Lahm, Van Beuten, Dante und Alaba. Im defensiven Mittelfeld Martinez und Schweinsteiger. Im Angriff Müller, Groß, Ribéry und ganz vorne Mandzukic. Als Einwechselspieler auf der Bank sitzen Tom Starke, Robben, Pizarro, Boateng, Luis Gustavo, Gomez und Timo Schuk. Was hat der FC Bayern gegen den Mainz-Fluch, wenn man ihn so nennen will, dagegen zu setzen? Nun, eine Mannschaft, die sich auf heute sehr, sehr gut vorbereitet hat, die heute sehr konzentriert ins Stadion gekommen ist und deren Statistik auch stimmt. Seit 15 Pflichtspielen ist unsere Mannschaft unbesiegt. Wenn es heute Abend dabei bleibt, dann, liebe Bayern-Fans, dann sieht es in der Meisterschaft sehr, sehr gut aus.